Ja, hallo zusammen und wie immer ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Ja, geht es euch auch immer so, dass eine Woche rast wie die Sau? Also bei mir irgendwie die Woche schon. Also ruckzuck ist schon wieder Freitag und ja, Wahnsinn. Klar, man macht die üblichen Dinge halt wie einkaufen, Kinder abholen oder irgendwo hinfahren oder sonstige Dinge und natürlich auch arbeiten. Aber irgendwie die Woche, ich weiß nicht, ging rucki zucki rum. Ja, wie ging es weiter hier bei mir auf der Modellbahn? Ich habe wieder ein bisschen was gemacht und da muss ich nochmal sagen, vielen lieben Dank an den Christian. Ich glaube, Christian war es, genau. Der hatte mir noch eine Idee an die Hand gegeben, die ich umgesetzt habe. Ich weiß nicht, ob ich so umgesetzt habe, wie er das gemeint hat, aber damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Nee, ernsthaft, ich hatte jetzt auch nochmal Gedanken gemacht über die Bahnhofseinfahrt, weil viele Leute ja gesagt haben, nur eine Einfahrt und zwar. Prinzipiell war es auch völlig okay. Aber nichtsdestotrotz, der Christian hat mich da nochmal so drauf gebracht, wo ich dachte, jetzt mache ich mir echt nochmal Gedanken und habe das mal nochmal ein bisschen angepasst, meine Bahnhofseinfahrt. Zum Zweiten hatte ich ja auch gesagt, dass ich eigentlich euch mitnehmen wollte, weil ich irgendwas noch holen wollte. Ich war auch was holen, aber ich habe kein Video davon gedreht, weil erstens das Wetter war extrem scheiße. Das war sozusagen, wo es so stürmisch jetzt war, die Tage. Und das Zweite ist einfach, das wäre jetzt nicht so interessant gewesen, wo ich dachte, ja, da kannst du jetzt ein Video davon drehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach, ich fahre los, hole das Zeug, mache aber hier noch ein bisschen was an der Modelleisenbahn, was ich euch heute natürlich wieder zeigen werde. Und ja, aus dem Grund würde ich sagen, leg mal los. Ich zeige euch, was ich gemacht habe, ja, hier an der Wand. Und zeige euch meine neue Bahnhofseinfahrt. Ich zeige euch hier oben mein Dörfchen sozusagen, was ich jetzt so, denke ich mal, so lassen werde. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Ja, ihr Lieben, und so sieht das Ganze aus, wenn es an der Wand hängt. Ich habe es extra noch nicht bestückt für euch, damit ihr auch mal die Rückwände seht von den Vitrinen. Und das ist kein Papier, das ist wirklich auf die Rückwand gedruckt. Ja, also richtig klasse. Auch hier die Schienen eingeschottert, brüniert, zwischendurch mal ein kleines Büchlein in den Gleisen drin. Also richtig klasse gemacht, das Ganze. Ja, und das Ganze geht komplett bis hier hinter, ja, also hier entsprechend eine schöne Baureihe 120 der Reichsbahn, eine Tiger-Trommel, dann haben wir hier die Baureihe 119, ne, das U-Boot, ja, also auch hier komplett die Gleise eingeschottert, brüniert und auch mit einer Plexiglasscheibe, also beziehungsweise drei von vier Vitrinen sind so bestückt. Die letzte hat der gute Mann nicht geschafft. Ja, und hier ist noch eine Baureihe 110 bzw. zwei Stück drauf, auch von der Reichsbahn. Ich habe nicht weiter nachgebracht, aber ich glaube, er war auch Reichsbahn begeistert, denn wo ich im Internet die Anzeigen gesehen habe, waren noch Loks in die Vitrine und das war alles Reichsbahn-Loks, also auch quasi von, was haben wir, die 110er da drin, die Tiger-Trommel, 119er, also da war im Prinzip alles Reichsbahn mit dabei. Ja, und so sieht das Ganze auf der gesamten Länge aus. Nur die vierte Vitrine, die ist nicht so schön. Da ist auch leider kein so ein schönes Bild hinten dran und auch noch keine Gleise drin. Aber er hat mir Gleise mitgegeben, also ich kann das immer noch selber machen. Schade natürlich, aber wenn es schon fertig gewesen wäre. Auch nichtsdestotrotz ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, das kann sich da auch wieder sehen lassen, über komplette Länge von 4,50 Meter sind die Vitrinen. Also wirklich halt, das ist eine richtig schöne Länge, wo man natürlich auch schön die Züge präsentieren kann. Und ich werde das entsprechend jetzt auch noch bestücken. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch das natürlich auch. Ja, jetzt seht ihr es, die Vitrinen. Ich habe die jetzt voll bestückt, auch wenn man leider die schönen Hintergrundbilder nicht mehr sehen kann. Aber die Vitrine ist ja zur Aufbewahrung da und nicht zum Anklotzen der Rückwand. Von daher ja, habe ich mal ein paar Züge zusammengestellt.
die ich so rumstehen habe. Und so kann man es natürlich immer richtig schön sehen. Einmal die Baureihe 118 der Reichsbahn mit den Doppelstockzügen. Auch das ganz tolle Wagen, bin ich selber schon mitgefahren als Kind. Ja, dann noch die Knödelpresse, wird es ja glaube ich genannt, ne? Die Baureihe 180 der Reichsbahn mit dem Olympia-Express. Und dann die einzige ihrer Art sozusagen, die 234er mit den Mintlingen in der mintfarbenen Lackierung, der Lufthansa Airport Express. Ja, dann haben wir hier drüben, habe ich nochmal eine Ludmilla, ne, mit einem Schnellzug entsprechend, ne, die Halberstädter. Ja, dann noch unten drunter ein 119er, auch mit einem Reichsbahnzug. Dann noch eine schöne Dampflok, eine Baureihe 39 von Fleischmann mit Rheingold, auch der sehr komplett beleuchtet. So, eigentlich so kann man sagen, schon so mein Lieblingszug von den älteren Personenwagen. Gefällt mir einfach richtig gut, auch die Qualität, die Optik halt, wirklich das, wenn man die Teile in die Hand nimmt, reinschaut, anschaut, also richtig, richtig schön. Ja, dann noch eine ehemalige Reichsbahnlok von den, na, wie heißt quasi, Dampflokwerk Meiningen mit einem Güterzug hinten dran. Jo, dann geht's weiter. Oben nochmal die Stangenerder der Reichsbahn. Ja, mit ein paar Wagen dran. Eine Dampflok mit ein paar Pico-Güterwagen. Ne, auch schöne Bierwagen mit dem Bremserhäuschen. Ja, und auch nochmal eine schöne Baureihe. Was haben wir da? Eine 110er, genau. 110er war das. Ich bin gerade nicht drauf gekommen mit den Reko-Wagen. Also auch das ganz schön. Nur die letzte Vitrine, die ist noch ein bisschen leer gelassen. Da wollte ich mir erst noch die Plexiglasscheiben besorgen und eventuell auch noch einen anderen Hintergrund reinmachen. Mal schauen. Gut, und jetzt kommen wir eigentlich zum Wesentlichen. Und wie gesagt, da nochmal Dankeschön an den Christian. Und zwar, ich habe den Bahnhof verändert. Ihr seht es. Auch mein neuer Zug sieht man da. Also ich habe mir eine Baureihe 440 gegönnt mit komplett Innenbeleuchtung. Also auch ein sehr, sehr schöner Zug. Ist jetzt nicht die S-Bahn-Variante, ist die Regio-Variante. Denn soweit ich weiß, haben die Regio-Versionen haben kein Klo. Die Regio-Version hat ein Klo. Und die S-Bahn-Ausführung hat kein Klo. Das unterscheidet die, glaube ich. Aber bin ich jetzt nicht ganz sicher. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr das besser wisst. Ja, also hier zurück zur Einfahrt. Ein Teil kennt ihr ja schon. Im Prinzip war ja das hier mit im Prinzip die einzigste Einfahrweiche quasi. Hier die beiden mit der Dreiwegweiche. Und hier drüben, das waren im Prinzip drei Stumpfgleise, da wo die Regio steht. Und das habe ich abgeändert. Habe meine sozusagen Platte hier oben noch ein bisschen angepasst. Also mit Holz ausgesägt entsprechend. Das Holz ausgesägt. Habe eine Rückwand dran gemacht. Habe hier hinten noch eine Weiche eingesetzt. Und dann auch noch hier zwei Weichen, so dass ich entsprechend halt keine Stumpfgleise befahre, sondern halt wirklich Durchgangsgleise, wo ich natürlich auch einen Zug abstellen kann, aber auch natürlich direkt eine Ausfahrt machen kann, also aus dem unteren Bereich hier aus dem Bahnhof ausfahren kann und in den oberen Bereich sozusagen kann ich direkt in den Bahnhof einfahren. So können theoretisch immer gleich zwei Züge ein- und ausfahren und das ist, denke ich mal, schon besser gelöst. Ja, warum ich da nicht am Anfang drauf gekommen bin, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist halt so. Ja, wisst ihr wahrscheinlich selber, ihr baut was, macht das und baut das und irgendwie kommt ihr nicht auf die simpelsten Sachen drauf. Aber gut, so ist das halt. Ja, ansonsten, was ich hier oben noch gemacht habe, in meinem Dörfchen habe ich auch noch ein paar Gleise verändert. Bedingt natürlich auch, weil hier hinten das Stück Holz ausgesägt worden ist, habe ich mir da was anderes gedacht. Und zwar, ich habe hier das ganze Einfahrgleis sozusagen, was dann ganz normal hier in den Bahnhof reingeht. Und entsprechend habe ich da noch die Möglichkeit, dann, wenn ich mit dem Zug ankomme, zum Beispiel einen kleinen Güterzug, werde ich hier entsprechend nochmal wie so eine, ja, Verladerampe, wie auch immer, machen. Und da die Züge ja mit Lok voraus sozusagen ankommen, kann ich schön rückwärts hier auf das Abstellgleis fahren. Ja, Lieben, sind wir schon wieder am Ende vom Video. Ja, ihr seht, es tut sich jede Woche wieder was bei mir. Also nicht nur Kleinkram, sondern ich gebe da wirklich Gas, um einfach hier voranzukommen. Ja, nächste Woche muss ich mal schauen, weil ich habe jetzt von DigiCase die Weichendecoder da, damit ich das ganze Thema hier anschließen kann. Das wird natürlich auch einen Moment dauern. Es sind ja doch jetzt einige Weichen, ne? 1, 2...
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Weichen, die ich anschließen werde bzw. muss, um das Ganze natürlich auch hier drüben von dem anderen Bereich auch steuern zu können, um nicht jedes Mal aufzustehen, um die Weichen zu stellen. Es wird natürlich einen Moment dauern, aber gut, was muss, das muss, ne? Ist nicht so meine Lieblingsarbeit mit Kabel verlegen, aber gut, hilft ja nichts. Ja, ansonsten, wie gesagt, Vitrinen habe ich günstig über eine bekannte Plattform bekommen. Ja, wie gesagt, passt natürlich perfekt halt. Na, die sind jetzt 4,50 Meter lang. 10 cm hätte es noch länger sein können, dann wäre es perfekt gewesen. Aber so habe ich natürlich eine richtig schöne Optik auch oben. Und habe natürlich auch noch mal viel mehr Platz für meine Fahrzeuge. Also es können jede Menge neue Züge kommen. Loks, Wagen, Triebzüge, wie auch immer. Also jede Menge. Jo. Und wie gesagt, ich denke, die Bahnhofseinfahrt ist jetzt noch ein bisschen durchdachter, denke ich mal. Sieht ganz gut aus. Da bin ich auch gespannt, was ihr zu der Bahnhofseinfahrt jetzt sagen werdet. Aber wie gesagt, ich denke, so kann man das wirklich lassen. Ist ein guter Kompromiss quasi, wo ich entsprechend auf alle Gleise im Prinzip Zugriff habe und ein, zwei Züge gleichzeitig ein- und ausfahren können. Ja, genau. Also wie gesagt, damit fertig. Habe mich die ganzen Tage beschäftigt halt hier entsprechend. Auch hier im unteren Bereich, die Gleise habe ich schon geschottert, das habt ihr ja vielleicht jetzt auch schon im Video gesehen. Ja, und wenn ich das Thema Weichenantriebe angeschlossen habe, dann werde ich entsprechend halt mit dem Thema hier hinter mir, mit dem Thema Landschaft beginnen. Das heißt, werde ja schon mal das Ganze mit Gipsfliegengitter, also erst Fliegengitter, dann natürlich der Gips obendrauf, entsprechend schon mal die Landschaft ein bisschen präparieren. Auch hier vorne neben dem Bahnhof habe ich ja schon ein bisschen begonnen, das Ganze anzufangen. Ja, und so geht es Schritt für Schritt weiter. Und ja, würde ich sagen, genug geredet. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Freue mich auf euch und ja, bis dann, würde ich sagen. Euer Björn, der BLR2501. Macht's gut. Ciao, ciao. Schönes Wochenende natürlich noch. We'll be right back.